Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, das letzte Rennen in Rio lief eigentlich ganz gut. Wir konnten unseren ersten Podestplatz holen und mit Platz 7, ja, knapp an den Punkten vorbei. Das Safety Car hat so gesehen uns ein noch besseres Ergebnis gekostet, weil vermutlich wären wir sogar vielleicht Erster geworden, vielleicht auch Zweiter oder so, keine Ahnung. Beide waren halt sehr, sehr weit vorne und auch eng beieinander in dem Fall. Aber wie gesagt, das Safety Car kam wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Und ja, aber trotzdem, erste Podest in der ersten Saison in der Asia, ist doch gar nicht mal so übel. Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass wir langsam nach oben kommen. Aber ja, für Eastwood war es natürlich ein mega gutes Rennen. Die konnten sich von Platz 9 auf Platz 4 der Teamwertung hochschießen. Und wir sind halt immer noch auf Platz 8. Und ja, für Garuda sieht es halt nicht mehr so gut aus. Die bräuchten mindestens einen Sieg und irgendwo zwei Punkte oder ein Punkt zumindest. Und wir haben hier drei Teams mit 12 Punkten. Das ist schon sehr krass. Sydney wird ein Regenrennen. Das wird ganz extrem. Das heißt, wir könnten uns vielleicht auf Platz 4 hochschießen. Oder wenn es schlimm wo läuft. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Auf den letzten Platz sogar. Wenn Garuda vielleicht einen Doppelsieg holt sogar. Müsste man schauen. So, Sponsoren haben wir noch ein Rennen. Ich hoffe, das hält noch die 5 Sterne, damit wir hier vielleicht einen guten Sponsor kriegen. Oder einen richtig, richtig, richtig guten Sponsor kriegen. Müsste man schauen. So, Boxenkuh. Ja, die beiden müssen da auch irgendwie durch. Wir haben noch 9 Rennen. Das heißt, Anfang der nächsten Saison werden wir den Vertrag verlängern. Werden dementsprechend auch jetzt wieder mal Leute austauschen. Und zwar einmal den hier. Hier noch einen, der Reifen wechseln kann für ihn. Jetzt brauchen wir noch mal einen, der tanken kann. Einmal dich hier. Du hast auch mehr Prozent als andere. 73 zu 76 passt auch. Und hier haben wir noch 84 für 77. Also die können sich einmal jetzt mal ausruhen. Aber irgendwann werden halt die Fehler doch beim Boxenshop kommen. Könnte jetzt schon sein, halt beim Tanken und beim Reifenwechsel. Kann sein, wer weiß. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber man kann leider nie wissen. So, hier, dab, 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 dab. Die ganzen Nachrichten mal wieder. Costa gewinnt, ey. So krass. Blank hat diversen... Ja, wer will den nicht im Team haben? Ist alt. Von daher ist mir eigentlich egal, der Fahrer. So. Dann schauen wir mal. Das dauert noch 90 Tage. Die Sachen kriegen wir alles vor dem nächsten Rennen hin. Das heißt, Key wird den richtig stärksten Wagen haben, den wir momentan haben könnten. Das ist gar nicht mal so übel. Vor allem finde ich das krass, dass halt Stork, obwohl er einen deutlich schwierigeren oder schlechteren Wagen hat, besser ist. Spätbremserin. Bremsen ist wichtig. Weil, ja, vor allem hält die erste Runde, heißt trotzdem nicht, dass man dann vorne bleibt. Das ist halt das Problem. Und von daher ist es nicht so schön. So, Blasi nähert sich Karriereende. Mal gucken. Bremsen jetzt auf Platz 8 immer noch. Na, mal schauen, wie das Ganze noch entwickelt. Wie gesagt, Triebe sind wir ja schon auf volle Pulle. Da mehr geht leider nicht auf als Platz 7. Aber mal gucken. Bremse könnte vielleicht noch ein Stück nach oben gehen. Und ich hoffe mal auch Aufhängung, dass da auch noch ein bisschen nach oben geht. Weil da sind wir nicht gerade gut. Ne, immer noch 9. Man muss sagen, wir haben da noch nie richtig gut updaten können, weil wir immer irgendwelche illegalen Teile überall hatten. Und dadurch halt doch beschränkt waren auf dieses Ding. Truckfahrer, Alter. Jetzt haben wir aber hier richtig Sponsoren, ne? Wie lange hat denn noch Stock? Hat noch 4 Wochen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Also das nächste Mal sollten wir einen 5-Sterne-Sponsor bekommen. Ja, es wird hier nochmal eng im Kampf um den Titel zwischen den beiden. Und ja, aber Steinmann hat einen guten Vorsprung. Bin mal gespannt, ob Schirott vielleicht absteigt. Wer weiß. Kann sein, dass sie vielleicht letzter werden, aber ob McNeil aufsteigen will, ist was anderes. Hier, Firebird. 3 Punkte gegen Lucatelli. Uiuiui, wo kommen die denn her? Zappelli ist noch im Kampf und Otsu im Kampf. Das ist so eher so ein Dreikampf.
Vierkampf um die Punkte. Und ja, von den Punkten, die wir letzte Saison geholt haben, sind alle sehr weit weg. Und von daher, Bremse, Platz 6 nach vorne. Mega gut. Einen Tag haben wir noch. So, zack, da war das. Braucht Feedback. Raserinnung, ich glaube, ich verliere langsam Verstand. Ich habe keine Ahnung mehr, worin ich gut bin und worin nicht. Training, Qualifying werden immer anstrengender, aber mir kommt das auch so vor, dass ich im Rennen zu wünschen übrig lasse. Ja. Nein! Egal. Verdammt. Wieso steht dann mir das zuerst? Na, also egal. Ich glaube, wieso das man irgendwann halt Key austauscht. Würde ich jetzt sagen, weil zum Beispiel er wird wieso noch stärker. Und mal gucken, vielleicht finden wir irgendwann mal einen Fahrer, der mega gut ist. Wir könnten da wieso mal anfangen, wieder paar Leute zu sichten. Die auch relativ jung sind. Der Öst ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, damit wir halt ein paar Reservefahrer haben, vielleicht auch mal hier für Pires. Ne, die Verträge müssen wir schon Ende der nächsten Saison schon verlängern. Und ja, Stock würde ich gerne behalten. Vielleicht wenn wir einen 5-Sterne-Fahrer, der auch noch günstig ist. Vielleicht auch noch einen Paydriver. Obwohl ich eigentlich nie 3 Paydriver haben wollte. Aber man muss gucken. Und ich habe jetzt komplett verdaddelt einzustellen, dass hier ein paar Sachen abgewählt werden. Und zwar einmal ist es notwendig, das Getriebe. Die eine Bremse hier. Ein Frontflügel und der Heckflügel. Das sind nur 4 Tage. Ich lasse das hier mal weg, weil das sind relativ wenig Zahlen. Dann sind die beiden Sachen fertig für Stock. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Ja, wir machen mal Blatt 6. Sollte mittlerweile wieder auch mal machbar sein. So wie wir momentan eigentlich drauf sind, klappt das eigentlich relativ gut mit Platz 6. Aber ob wir dann auch durchziehen können mit Platz 6, das ist was anderes im Rennen. Aber ich glaube, wir machen da 600.000, ne? Gegen nur 400.000. Das heißt, wenn wir im Rennen und im Qualifying 10. werden, kriegen wir 400.000. Wenn wir im Qualifying schon unter den Top 10, unter den Top 6 sind, kriegen wir da auch schon fast das komplette Geld davon. Ich glaube, 325.000. Wir machen so gesehen nur 75.000 minus. Wenn wir es im Rennen dann aber auch schaffen, machen wir halt deutlich plus. Das ist halt das andere Ding, was man bedenken muss. Es regnet schon im Training. Oha. Oha. Wollt ihr? Also wollen nicht. So. Ja, wir müssen auch gucken, vielleicht, dass wir Pires auch ersetzen. Ja, vielleicht ein Fahrer, der mehr Feedback hat, aber das wird sich, wenn alles erst nächste Saison regeln. Zack. Einmal hier runter. Und dann brauchen wir Sydney. Da ist Sydney. Das Gute ist, dass Sydney halt eine Strecke ist, die immer gleich bleibt. Die sich nicht ändern kann. Und von daher ist es ganz gut, dass man das Setup eigentlich gut mal einmal abgespeichert hat und halt nur ein paar Änderungen braucht. Renntrim. Ich werde auch hier großartig keinen Qualitrim trainieren, weil es hier nicht so viel Sinn macht. Weil die Strecke ist halt sehr, sehr lang. Wir müssen gucken, wann wir in die Box kommt, vielleicht doch Trockenreifen zu trainieren. Vielleicht. Regenreifen könnten halt im Rennen interessant werden. Oh, das sind eher Intermediates-Wetter, was man gebrauchen kann. Die werde ich dann auch trainieren. Ein Reifen statt Intermediates kann man immer verbrauchen. So, kommt dann schon mal rein. Ja, wir haben 5% mehr Regen, kriegen wir nicht hin. Intermediates sollte dann auch 5%, vielleicht 10% werden. Wir haben die Bestzeit momentan. Das ist doch super. So, Key kommt schon in die Box. Ja, guck mal da. Gar nicht mal ein schlechtes Setup. So. Ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen weniger Flügel. So.
und mehr Endgeschwindigkeit. Quali-Trim, Intermediates. Ganz raus, dann kommt die Rest in die Box. Aerodynamik ist perfekt. Müssen wir den Wagen halt so anpassen. Wir machen den Wagen mal etwas härter, auch wenn eigentlich weicher mehr Sinn macht. Und mehr Endgeschwindigkeit. Oh, auf jeden Fall sind jetzt die Intermediates die besseren Reifen. Definitiv. Jetzt, wieso fahren jetzt die Regenreifen schnellere Zeiten? Also bevor jetzt die Strecke doch so anders ist. Zack, und Key auf Platz 1, Pires auf Platz 2. Ja, es könnte so, die kommen noch nicht in die Box, perfekt. Also wenn sie jetzt über die Linie kommen, könnte es sein, dass wir 15% Renndrim haben. Es wird eng, es wird eng, es wird eng, es wird mega eng. Key kommt zwar in die Box. Surikov, lass uns doch mal den Erfolg. Okay, Key kommt wieso rein. Ja, also verbessern. Oh, Pires auf Platz 7 zurückgefallen. Aber es ist halt schwer zu sagen jetzt, ne, genau wer wo richtig steht. Weil. Regen bedingt. Und die schnellste Zeit im Regen mit Regenreifen ist halt Costa gefahren. Aber man kann es nicht genau sagen. Es ist momentan trocken. Kein Regen. Ja, wir nehmen einmal die weichen Reifen, nutzen sich weniger ab. Und die Intermediates, falls es doch anfängt zu regnen. Optimale Temperatur und Intermediates. Okay, das wurde schlechter. Heißt, ich packe mir ein bisschen mehr Flügel drauf. Der Wagen war da, auf, da, gleich ungefähr. Wir machen den Wagen noch ein, machen wir einmal zurück. Und die Geschwindigkeit machen wir auch wieder höher. So, sollte passen. Supersoft sind draufgeschnürt. Hier haben wir ein super Setup. Naja, fast. Und auf ins Qualifying. Ich hoffe mal, dass wir 3 Versuche kriegen. Wird schwierig. Haben wir ja schon in Rio nicht geschafft. Aber wir müssen halt gucken wegen Wetter. Weil wenn es halt zu regnen anfängt, wäre es sinnvoll, dann in dem Moment kurz bevor der Regen anfängt, draußen zu sein. Na, kommt doch jetzt nicht aus der Boxengasse. Ich hasse sowas. Oh, Stock hat nochmal Glück gehabt, ey. Aber ich weiß nicht warum, aber es ist mir wirklich immer aufgefallen, dass in der zweiten Saison oder in der ersten Asienmeisterschaft immer der zweite Fahrer der stärkere Fahrer ist. Nee, jetzt ist halt wirklich so, dass Key den deutlich stärkeren Wagen hat, weil der ja komplett ausgerüstet ist. Aber Stock ist nicht weit weg. Definitiv nicht weit. Aber Key jetzt schon mit einem richtig guten One. Mal schauen, vielleicht gönnt uns das erste Startreihe haben wir ja schon mal gehabt mit einem Auto. Es bleibt trocken. Vielleicht gelingt uns aber eine Pole Position. Würde uns zwar ein bisschen Geld kosten, aber 2 Punkte sind 2 Punkte und die könnten uns jetzt gerade schon mal auf Platz 6 hochheben. Wir warten. Diesmal nicht sich verkalkulieren. So, Stock da als erstes raus. Neue Reifen. Jetzt darf auch. Aha! Wir müssen eine leichte Anpassung noch machen. Dauert 5 Sekunden. Neue Reifen 7 Sekunden. Das wird schon eng. Das wird richtig. Oh, das wird sie nicht schaffen. Verdammt. Das wird sie wahrscheinlich nicht schaffen über die Linie. Müssen wir hoffen. Ich wollte das Setup jetzt noch ein bisschen anpassen.
Habe ich doch einen Tick zu lang gewartet. Der Stock kommt auf jeden Fall drüber. Für sie sieht es halt sehr schlecht aus. Sie kommt ein paar Sekunden zu spät. Och, Surikov, lass uns doch mal das mit Platz 1. Sind wir nur Dritter. Ist zwar auch nicht so verkehrt, weil wir halt doch unseren Bonus dann schon von 325.000 haben. Aber wir stocken es auch nicht nach vorne. Mann, mit 2 Punkten hätten wir uns so besser gefühlt. Also, weil wir halt auch schon direkt eine Stufe höher gegangen sind. Oder 2 Platzierungen sogar. Aber nein, machen wir nicht. Aber na gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, wann kommt Regen? Doch, relativ früh. Wir gehen auf jeden Fall auf die Supersoft. Dann brauchen wir die Regenreifen kurze Zeit. Dann Intermediates. Eieiei. Das heißt, hier werden wir Rennen drin mit Intermediates benutzen und hier werden wir Rennen drin mit Reifenwechsel benutzen. Setup hat sich zumindest mal ausgezahlt. Ja, okay. Supersoft. Sollte passen. Könnten beim ersten Stopp gegebenenfalls schon tanken. Dann würde das auch schon reichen. Aber die Reifen werden wir auch komplett runterfahren, was geht.